So, dann sind wir auch schon im Multiplayer-Modus von Bol Petanque und das Ganze schauen wir uns mal heute in 2 gegen 2-Modus zusammen mit dem Entwickler, dem guten Kai, an. Hallihallo. Hallo. Dann ist der gute Akira Klein mit dabei Grüß und euch. unser Roman Kürbiskernöldealer. Hallihallo, schön, dass ihr da Hallo. seid. Hallo Roman. Hallo. Ja, dann würde ich sagen, Jungs, starten wir gleich mal ins Spiel, ne? Und das erste ist ja erstmal das Team auszuwählen, ne? Also ich will jetzt einfach mal Team A und mal gucken, wer zu mir kommt, ne? Ich nicht. Okay. Ach, du nicht, Oh. das Na, war mir dann mache ich klar. das mal. Dann bin ich mal bei dir da. Genau. So. Somit wäre ich im Gewinnerteam, ne? Das ist euch klar, Genau. Jungs, ne? Ja, du hast mich gestern beim Bowling so abgezogen. Nee, zur Strafe gehe ich ins andere Team. Ach so. Wunderbar. Ah, tja. Gut, dann konfirmen wir das Ganze mal und Genau. dann Confirm. Geht schon geht los. schon los. Dürfen wir auch schon Genau. anfangen. Team A So. fängt an. Genau. Ja. Es geht ja um alphabetische Reihenfolge, ne? So, dann schnappen wir uns mal das Schweinchen, wie ich ja gelernt habe vom Kai, wie das rote Kügelchen heißt, ne? Ja. Schmeißen das Ganze einfach mal dahin. Sehr gut. Und ich habe sogar auf Anhieb das Feld getroffen, ne? Muss man echt mal sagen, ne? Perfekt, genau. Du musst sozusagen 6 bis 10 Meter darfst du weit werfen. Das sind die Bullregeln. Und daran halten wir uns auch. Oh, das war ein Oh, Oh, wow. wow. Ich würde sagen, Team Hammer. A geht in Führung. Okay. Ja, ich denke auch, dass wir in Führung gehen. Genau, richtig, ja. Na, sowas. So, genau, du darfst ihn. Mal bin ich jetzt. Ich muss anmerken, dass die Bäume sehen richtig super aus jetzt. Die Arbeit hat. Ja, auch die Vögelchen vor allen Ja, Dingen, die ne? Vögel Also sind richtig super. atmosphärisch. Und die Pollen, die da rumfliegen oder was das ist, diese weißen Ah. Dingerchen da. Genau, ihr dürft nochmal, weil ihr seid nicht näher an den Schweinchen, Jetzt bin genau. ich dran. So. Na komm, dann zeig ich mal, wie du mich abzockst. Oh. Ah, nicht ganz. Fast, ne? Also die Vögel sind ja echt süß, also muss ich wirklich sagen. Ja, die kannst du Hey, auch, du kannst sehr dich gut. Boah, sag anschleichen mal. und kann. Sag mal, hast du das gesehen? Wie frech war Ja, das denn? das war ein Schuss, nennt sich das. Das heißt, er hat die Kugel weg, unsere Kugel weggeschossen, genau. Ja, so, dann mache ich mal. Dann hoffe ich Genau. mal, dass du das jetzt revanchierst, ne? Ja, so. Oh, das reicht, genau. Das Ja, reicht. Wir führen wieder. zumindest mal näher dran, ne? Genau. Vielleicht sagt man es kurz was zu den Regeln vom Buhl. Also man versucht halt, seine Kugel nahe den Schweinchen zu legen. Und jede Kugel des eigenen Teams, die besser ist als die des Gegners, also die beste Kugel des Gegners, dafür kriegt man Punkte. Und Ziel ist es, nach ganz vielen Runden, also jeder hat drei Kugeln, Sehr schön. 13 Punkte zu Super, Roman. erzielen. Genau, das war hervorragend wieder am Ja. Board. Ja. Okay. Ja, so schnell wendet sich das So. Blatt, ne? Da habe ich so einen Oh. richtig Ja, schönen guten das ist Anwurf gemacht, ne? Einen perfekten Anwurf, ne? zu perfekt. Das ist das Schöne am Buhl, also dass sich das jederzeit wenden kann. Das ist Und bis man zum hat Schluss nicht echt, entschieden, man, ne? genau, Ja. das ist wie beim Fußball. Erst am Schluss, wenn man 13 hat, dann hat man wirklich gewonnen. Oh, das war auch wieder gut. Oh, Ah, nee, der schade. war zu fest. Schade. Ja. Ich wollte eigentlich die blaue wegklicken, ne? Genau, darf nochmal. Ich Achso, darf oder? nochmal. Mach du nochmal, genau. Ah, Ihr könnt okay. aber jetzt, wenn ihr das Handgelenk dreht, dann seht ihr, wie viele Kugeln ihr noch habt. Das Ja. heißt, der Duka hat jetzt noch eine Kugel, ich habe noch zwei und der Akira hat noch Eine, eine Kugel, genau. genau. Und der Ich bin wieder drin. Kürbiskernöl-Dealer hat seine Kugeln alle Verdammt. geworfen, ja, genau. Na, der war nix. So. Das merkst du schon beim Loslassen, ist wie beim Bowling, ne? Lässt die Kugel los, dann merkst du, das wird nichts. Ja. Oh, Gestern das zu war schlecht. Genüge. Ne, doch nicht. Oh, Ne. ein bisschen fester und du hättest ihn weggeklappt, ne? Na gut, warte, dann kann man doch mal da drüber werfen und das so versuchen. Nee, das war schlecht. Okay. So. Genau, das heißt. So, meine letzte. Ja. Und dann Meine dürfte Team B rauskicken. knapp gewonnen haben, ne? Ah, hätte ich meine nicht Ja, getroffen. die erste Runde, genau, ein Punkt. Ja. Team B Jawohl. ganz knapp Und gewonnen. Das war wirklich knapp, Jungs, genau. ne? Also. Und das Team sozusagen, was jetzt die Runde gewonnen hat, darf auch wieder anwerfen. Jawohl. Roman, du schaffst das. Führ uns zum Sieg. Ja, der ist Oh, gut. okay. Okay, der ist gut. Das war schon mal eine gute Vorlage, ne? So, bin ich dran. Wird eigentlich festgelegt vom Team, wer dran ist, oder springt der rein, der am schnellsten auf A drückt? Genau, der am schnellsten auf A drückt, der sozusagen kommt in den Kreis und Ah. wenn du keine Kugel mehr hast, dann kannst du auch nicht keine Kugel mehr aufnehmen. Genau. Das Ja. ist wohl wahr, ja. Ja, gut zu wissen. Oh Genau. Gott. Ui, Ausgegeben. nochmal. Kleiner Da kommen jetzt Schwächeanfall, nochmal was? eine. Das war jetzt wirklich ein Schwächeanfall, glaube ich. Das hat auch schon besser funktioniert. Oh, Boah. was?
So. Okay, also ich verballer gerade unsere drei Würfe sehr erfolgreich. Es liegt gleich an dir, keiner. Das musst du gleich retten. Ich glaube nicht. Das setzt mich überhaupt nicht unter Druck. Ne? Genau. Das musst du gleich retten. Das ist Leistungsdruck hier. Ne? Ja. So. Das war besser. Oh, das war gut. Ah, schade. Okay. Na gut, fast dann getroffen, okay. Gucken wir mal, was man noch machen kann. Also kein Leistungsdruck, ne? Nee, kein Leistungsdruck. Oh nee, das war nicht so gut. Oh, der war schon gut. Oh, der nähert sich. Der nähert. Also ich glaube. Nee, ich glaube, da. Ja, okay, ich glaube, Team so. B hat jetzt gewonnen. Das müssen wir jetzt aber aufholen. Das ist, aber, genau. nee. Aber nee. Jetzt, die haben noch fünf Kugeln, haben sie jetzt. Die können insgesamt also 6 Punkte machen, wenn sie wollen. Uns jetzt richtig nass machen. Das ist schon der zweite. Uiuiui. Genau, du kannst. Dann müssen wir jetzt aber gleich ordentlich aufholen, ey. Naja, kannst du mal dahin scrollen. Boah, sauber, sehr schön. Wenn du jetzt sozusagen zu den Kreis hier hingehst, dann siehst du auch, dass die führenden Kugeln, die haben alle einen kleinen Kreis drumherum. Mhm. Das heißt, dann kann man sehen, wie viele Punkte gerade das andere Team hat. Mhm. Okay. So, da sieht man es doch perfekt. So. Ja, das war natürlich super. Oh, verdammt, dass ich jetzt hier stehe, ist vielleicht... Oh, das wird teuer. Dass ich jetzt hier stehe, ist nicht gut, weil jetzt kann er mich als Zielscheibe verwenden. Boah, nochmal. Also das ist Wahnsinn, genau. Okay, die machen uns jetzt wirklich mit 5 Punkten lassen. 6? Nein, 6. Das ist das Maximum. Ja, okay. Jawohl, Roman, wir sind war richtig geil. Wir sind mit 6 Punkten nass geworden. Ja. Wir dürfen nicht 13-0 verlieren. Aber das war natürlich ausgezeichnet. Jetzt müssen wir mal ernst machen hier, ne? Jetzt müssen wir Spielfeld rauskommen, ne? Sehr schön. Okay. 7-0, das hatte ich selten. Ja, ich noch nie. Ja, dass wir als Entwickler mit 6-0 abgezogen werden. Ja, gut. Schon besser, so muss das laufen. Du warst ja ein guter Lehrer. Ja, so sind sie, die Schüler. Irgendwann besser als der Meister, ne? Obwohl der Schwierigkeitsgrad... Oh, sehr schön. Oh. Das war... Genau, da hast du den Akira jetzt rangeschoben. Ja, sehr gut. Uiuiui, ihr seid echt gut. Wobei gegen Rusty zu spielen ist auch nicht so einfach. Also selbst auf einem leichten Schwierigkeitsgrad. Also ich habe mal auf leicht gestern ordentlich besiegt. Also ordentlich, ganz ich habe es also einmal geschafft. Recht einfach gespielt. Okay. Ja. So. Also wir haben auch jetzt das Neueste in den Update jetzt, was jetzt rausgekommen ist. Gibt es halt jetzt auch, dass man die Schwierigkeitsstufe einstellen kann. Ne? Von einfach bis noch eine und Elite. Ne? Und Elite ist wirklich so, der wirft perfekt und schießt deine Kugeln weg, und wer an Elite gewinnt, der kann schon richtig cool spielen. Also, ja. Ich glaube, es liegt jetzt fast an dir, es zu retten. Nee, es kriegt nicht. Also, ich glaube nicht, dass es hinkriegt. Also, diese eine Kugel da. Ja. Guck mal, das ist nämlich so: die blaue verdeckt die gelbe, sodass du gar nicht an die gelbe rankommst. Mhm. Das heißt, man müsste ja zwischen der roten und der blauen werfen. Und das kann man versuchen, aber du siehst. Oh. Habe ich geschafft, aber nicht ganz. Das war taktisch gut das gespielt. Ist schon, das ist schon super, dass man die Kugel da bedeckt, ne? Also das abdeckt. Mhm. Ja. Das hat da taktisch sehr gut gespielt, muss man wirklich sagen. Ja. Alles so gewollt. Alles geplant. Ja, da hätte ich jetzt hinter der landen müssen, dass ich dann noch die wegschmeißen kann, ne? Ja. Sorry? Ja. Oh, komm, ich mach schnell zu Ende. Ja, Buhl ist auch ein bisschen Strategiespiel, muss man sagen. Mhm. Also nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch Strategie. Oh, das ist auch wieder gut. Ja, sowas gibt's. Genau, so. Das kann man sehen. Und jetzt haben sie noch 2 Kugeln. Genau. Also ihr habt doch wirklich heimlich stark geübt, Jungs, oder? Stark geübt. Jetzt sieht es aber anders aus. Na, wenigstens eine habt ihr mal versemmelt. Ich meine, das muss ja auch mal passieren. Oh. Nee, es sieht aber schon alles ausgezeichnet aus. Also wir werfen alle ganz gut. Die liegen alle ziemlich dicht um die Dings rum. Ne? Also Sehr nah beieinander, Ja. Bis zu welcher Punktzahl geht es? Bis 13 oder so? Bis 13, ja genau. Und jetzt führen sie 8-0 und wir sollten mal... Langsam ernst machen. Super, Roman.
Wir müssen mal gucken, dass wir hier mal einen Punkt kriegen. Ich muss mal wieder so einen Wurf wie beim ersten hinkriegen. Ja, das war schon ganz gut, ja. Das war schon ganz gut, genau. Jetzt müssen Sie werfen. Genau, jetzt kommt immer, weil wir jetzt näher sind an Schweinchen, muss jetzt die gegnerische Mannschaft werfen. Die Wand. Ja, mit dem Kopf durch die Wand ist keine gute Idee. Einfach meinen zu. Oh, das ist knapp. Das war knapp. Puh, das war Gott sei Dank war das knapp. Oh, der ist. Mehr davon bitte, Alex. Die Würfe gefallen mir. Genau. Ach, schade. Auch so, knapp, das, ne? Das heißt, wir haben dann gleich die letzten Würfe und können dann gucken, was wir draus machen. Das ist eigentlich gar nicht, also was so das Spiel jetzt unterstützt, ist halt 2 gegen 2 und 3 gegen 3. Und wenn du 3 gegen 3 spielst, dann hat jeder nur 2 Kugeln. Das Maximale, was du nämlich immer beim Bullspiel an Kugeln hast, sind 12. Wir haben jetzt auch schon mal mit Franzosen, also wo der Bullspurt ja eigentlich herkommt, 3 gegen 3 gespielt. Also das ist auch sehr, sehr interessant dann. Das stelle ich mir auch mal interessant vor. Das würde ich dann gerne mal in den Livestream dann zeigen. Sehr gut. Nicht ganz. Nee, ganz nicht. Ja, aber ihr seid noch drin. Haben noch immer einen Punkt. Habe ich nicht reingetan. Aber ich habe gedacht, die ist doch jetzt mit drin, oder? Ja, aber die ist, da weil fehlt. Du musst die blaue treffen. Die blaue musst du treffen. Ganz leicht raustreffen. Die muss ich rauskicken, ne? Der ist gut. Oh. Ah, ja, das war, nee. Danke. Nee, jetzt habe ich die andere reingekickt, ne? Ja, genau. Genau. Ich glaub, jetzt haben wir noch welche? Du hast hier auch. Genau, ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei, genau. Ich habe noch eine. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir ein bisschen Chaos anrichten. Mhm. Das hat gesessen. Ja, ich glaube. Ja, gut. Okay. Wie gesagt, ein Punkt. Okay. Team B hat nur noch eine Kugel, also so viel Chaos können sie nicht mehr anrichten. Doch. Ja, doch! Sagst du. Sagst du, und sie haben die beste Kugel platziert. Sag mal. Super. Sag mal, ey, das ist ja. Ja. Das ist ja unheimlich hier. So viel zum Thema, ich will den Siegerteam. Ich glaube, die haben draußen real auch auf dem Kugelplatz noch geübt. Das Gefühl habe ich auch so langsam hier. Wie viel habe ich denn noch? Zwei Stück, ne? Ne, eine habe ich noch. Okay. Nee, warte mal, du hast noch eine, genau richtig. Eine, ich habe auch noch eine. Das heißt, Tja. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Warte mal, jetzt muss man schauen. Ui, die blaue wegschießen. Boah! Yes! Ja. Und zwei von uns drin. Drei von uns drin. Na, so schnell wendet sich das Blatt, ne? Stimmt, jetzt. Du hast noch eine. Nee, das war's. Sind durch, genau. Ja, das heißt, wir werfen an, ne? Genau, wir haben zwei Punkte. Drei. Eine ist meine, ja. Genau, du kannst anwerfen, ja. Super. So schnell wendet sich das Blatt, Leute, ne? Naja, noch seid ihr nicht vorne. Naja, aber wir verlieren schon nicht mehr zu null. Die ganze Welt, genau. 3 zu 0. Es gibt nämlich ein Ritual in Frankreich, wenn man 3 zu 0 verliert. Das könnt ihr mal nachlesen. Das werde ich jetzt nicht hier deutlich machen. Okay. Hat das was mit Getränken zu tun oder muss man sich dann blamieren? Nee, es hat was anderes zu tun. Aber genau. Ja, aber natürlich gehört normalerweise der Pastis zum Buhl dazu, ne? Genau. Ja. Also dieser Lakritz-Schnaps. Den liebe ich, der schmeckt gut. Mhm. Jawohl, Roman, bester Mann. Oh, wow. Also, du kannst da doch echt gut, ne? Also im Livestream will ich dich in meinem Team haben. Ich übe ja noch, ja, wir haben 19 Uhr noch ein Spiel. Ich bin gerade gut am Werfen, ich denke mal, ich mache die dritte auch noch. Nein. Oh nee, das gibt's nicht. Also ihr habt einfach wunderbar geworfen. Muss man wirklich sagen, ja? Ja. Okay. Na, da ist die blaue zu treffen, aber da musst du da. Ja. Gehört ja fast schon Glück dazu eigentlich, ne? Nix da, bei uns ist das alles können. Oh, schade. Ja, gar nicht verkehrt, ja. Aber es ist ganz gut, dass du die jetzt da platziert hast, weil dann können sie nicht so viele Punkte machen. Es sei denn, sie kicken die weg. Schießen unsere Grüne da weg. Achso, weil beim Erweitern sind wir dann auch mit drin, ne? Ja.
Oh, go, 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 go. Ah, schade. Ja. Okay. So, so, jetzt haben sie noch fünf Kugeln. Fünf Kugeln. Oh, herrlich. Gut, sehr schön. Ui. Ui. Zwei Punkte. Ah, schade. Okay. Jetzt ist nur zwei Punkte, ne? Ja, ja, wobei, sie sind noch nicht fertig. Mhm. Ja, stimmt, Roman hat ja auch noch zwei Kugeln. Mhm. Jawohl, oh. Sehr schön. Boah. Okay. Ja. Na, drei. Elf, aber drei. Gut. Mhm. Sehr gut. Da kriege ich ja doch schon ein bisschen Angst, Jungs, ist ein... Genau. Irgendwie unsere Chancen, das Spiel zu gewinnen, schwinden gerade. Ja, so ja, besonders bei solchen Würfen. Also bei so- ja. Okay. Na gut, ich versuche mal. Das sind natürlich super schwer. Ah ne, das war's auch nicht. Und? Ja, da musst du erstmal drankommen, ne? Ja, ja, das ist schwer. Oh ne. Oh, knapp. Ah, versuch du mal. Also ich glaube, ich muss... Genau. Da brauchst du ja wirklich, die Entfernung ist ja fast ja. Schon ein Glückswurf, oder? Gerade fliegt die Kugel in der Luft, seht ihr dann auch? Ja. Genau, das heißt, das bedeutet, dass die Netzwerkverbindung gerade nicht so gut ist. Ah, okay. Das heißt, dass dann holt sich. Okay. Ja. Gerade in dir. Genau, so. Also ich komme zumindest schon immer gut in die Nähe, ne? Das muss man ja mal sagen. Ja. Das wäre schön, wenn das auch mal treffen würde. Jetzt erholt sich die Netzwerkverbindung Kugel. Wieder. Also das heißt, das große sauber. Uiuiui. Ui, ui, ist der drin? Achso. Ja, ihr führt. Ja. Ja. War genau ans Schweinchen getroffen. Boah. Ach, danke, dass ein bisschen noch... Okay. Aber ich habe sie getroffen, das war eigentlich der Plan. Aber nicht so ganz so, wie es sein soll, ne? Ja. Ah, schade. Das, was ich gerade sagen wollte, ist, also es ist halt eine große Herausforderung, weil man ja 2 gegen 2 spielt und wir sind an verschiedenen Orten, dass man das über das Netzwerk hinkriegt, ne? Also das Ganze synchronisiert. Mhm. Und besonders, wenn man so Lags hat, weißt du, wenn das so diese Pings, dass wenn die sehr lang sind, dann muss man das halt, gibt es halt Probleme in der Netzwerkverbindung, aber das versuchen wir alles abzufangen. Ja, da haben wir über, klappt, ja, schon haben über 2 Monate haben wir daran programmiert, dass das dann zuverlässig bleibt, die Verbindung. Okay. Ja, also es war sehr viel Aufwand, jetzt das hinzukriegen. Ach, klappt aber schon richtig sauber, muss ich sagen. Mhm. Ja. Und wir haben eine Ein Runde gewonnen, ne? Ja. Achso, nee. Ja, noch ach nee, wir sind noch... Jetzt. Ach so, sehr schön. Ja. Und noch rennen. Genau, das war's. Genau, ich weiß mal. Haben wir 2 Punkte geholt. So, okay. Roman, wirf mal daneben. Ach, ja, hab ja, ich. Ja, hat er. Genau. Ja, der war weniger gut als sonst, ne? Mhm. Ja, aber was du jetzt siehst, ist, dass die Kugel jetzt wieder normal ist. Ja. Ne? Das heißt, also jetzt ist das wieder ausgeglichen mit dem Netzwerk. Na gut, ich selber habe das die ganze Zeit normal auch gesehen. Ne? Mhm. Ja, ja, klar. Also okay. Stell dir vor, du hast einen Spieler in Japan, einen hast du in Australien, einen hast du in Kanada und einen in Deutschland. Also mit völlig verschiedenen Latenzen. Ne? Völlig verschiedene Latenzen und da haben wir schon ganz viel investiert jetzt, damit wir das Spiel dann sozusagen konstant halten. Und dann habt ihr noch einen aus Österreich, dann wird es extrem. Ja, genau, dann ist alles vorbei. Weil die ja noch über Mobilfunk spielen, dann wird es richtig lustig. Ja, genau. Oh. Okay, danke, das wird gut für uns. Ja. So, ich denke mal blau, genau. Österreich führt auch gerade, genau, mit. Na gut, dann werfe ich mal meinen letzten und dann machst zusammen. Du dann die. Ja. Dann werfe ich mal die letzte und dann hast du noch 2 Stück. Ui, ja. Oh.
Oh, der. Ach, schade. Der war gar nicht mal so gut. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir machen. Viel habe ich auch, ja. Genau, jetzt gucken wir mal. Ich guck mal nochmal hier. Okay, das heißt. Nee, ich glaube, ich versuche einfach zu legen. Das heißt, also ich versuche jetzt nahe den Schweinchen, ne? Die Kugel zu legen. Das andere ist halt schießen, was man machen kann, ne? Also. So. Oh, das war schlecht. Aber. Naja, du hättest meine fast weggeschossen. Ja, fast, genau, jetzt. Du könntest natürlich auch meine näher ranschießen, ne? Das wäre dann. Oder eine von beiden. Kann ich auch machen. Ich versuch's mal. Ah, ne. Oh. Nee. Oh, das war. Oh, knapp. Knapp. Das war wirklich knapp. Genau. Oh, die haben noch drei. Nee. Vier Kugeln. Mhm. Noch. Oh, das könnte wehtun jetzt. Ja. Jupp. Na, doch ja nicht. Nee, noch nicht. Da lagen unsere Kugeln im Weg. Oh, ja, schön. Zwei haben wir schon. Nee, er hat doch zwei. Aus. Jawohl. Oh, aus, das war's. Das waren die 13, genau. Okay. Das war's, ja. Okay. Genau. Ja, genau. Also das heißt, die hatten zwar jetzt noch zwei Kugeln, aber wir haben halt keine Kugeln mehr. Das heißt, wir können nicht mehr gewinnen. Und deshalb beendet das Spiel dann bei 13. Also aber Alex hätte uns noch rauskicken können, oder? Das ist ja die maximale Punktzahl, genau. Nee, aber das macht man dann nicht. Also das heißt dann, wenn du sozusagen zwei Kugeln hast und dann noch und eigentlich schon gewonnen hast, dann wirst du ja nicht noch weiter normal werfen, sondern dann legst du einfach die so ein bisschen so hin. Na, okay. Aber das brauchst du gar nicht, genau. Mhm. Ja, ja. So, dann stoppe ich mal schnell die Aufnahme, bevor ich über die 4 GB komme. So. Ja, super. Hol den so, dann. Das kann ich. Warum? Ich könnte auch über OBS aufnehmen, aber dann merke ich nicht, wenn vielleicht die Verbindung zum OBS abbricht und dann nehme ich die ganze Zeit ein Casting-Bildschirm auf und das ist dann auch blöd. Also dieses Problem habe ich schon nie gehabt. Dass OBS irgendwie zicken macht. Das kenne ich ja vom Livestream, wenn das dann zwischendurch weg ist, dann kennst du ja, ne? Vielleicht durch wieder eine andere Sache, ja. Aber so, ihr habt natürlich jetzt hervorragend gespielt, ne? Das war also wirklich. Ja. Also super platziert die Kugeln an den Schweinchen, ne? Gut, dass das auf Video festgehalten wurde. Das wird das. Ja. ja, normalerweise. Ja. Also normal, wenn ich mit ihm aufnehme, gewinne ich eigentlich immer die Spiele. Ach so, ist es diesmal anders? Ja. Ja, aber ich spiele auch, ne, also ich spiele jetzt seit drei oder vier Jahren spiele ich richtig cool, also auch also draußen, ne? Aber ja, bei so viel Glück oder so viel Können, was ihr gerade gezeigt habt, haben wir natürlich keine Chance, ne? Tja, genau. Ja. Ja, das war jetzt wirklich beeindruckend. Also. Ja, das war eine Klatsche, nennt sich das, oder? Wie heißt das? Wollt ihr eine Revanche? Ja, eine ganz ordentliche Klatsche. Ja, ich gucke gerade mal, wie die Aufnahme hier aussieht, weil ich hoffe, dass der Ton jetzt nur so komisch. Die Frage ist jetzt, wie lange halten Brillen durch, ne? Also, bei mir ist das kein Problem. Ja. Ich habe hinten Akku dran, ne? Ich habe nur sozusagen jetzt die geladen, ne? Ja gut, aber dann sollst du ja eigentlich 2 Stunden halten, sage ich immer die Laufzeit. Okay. 4 Stunden, wenn eben, du. Genau. Und das ging ja jetzt ziemlich 4 schnell. 4 Stunden, wenn du noch ein Akku-Pack dran hast. Ach so, okay, ja. Ich glaube, Forever Pool hat heute das Update gekriegt. Die haben ein anderes Logo, ne? Ach nee, Forever Pool, wir haben ja gestern Bowl gespielt. Pool hat ein anderes Logo, das sieht irgendwie so chinesisches Neujahrsfest oder sowas aus. Oh, okay. So, jetzt hoffe ich mal, dass das kratzt. Kennt ihr Black Hole Pool eigentlich, also das Spiel? Da habe ich nur kurz mal reingeguckt. Also ich bin so mehr beim Forever Pool, weil bei dem Black Hole, da ist keine Hintergrundmusik. Ich meine, Atmosphäre ist zwar schön, aber da ist keine Musik im Hintergrund. Ach so, okay. Das wünsche ich euch gerne so. Aber dieses Riesengebäude gefällt mir. Ja. Bei so Spielen wie Pool oder Bowling oder Dart, ich meine, da gehört das zur Atmosphäre dazu, weil das ja Kneipenspiele sind. Ach so, du meinst, dass dass du selber die Musik bestimmen kannst oder was heißt Hintergrundmusik? Entweder das oder dass generell Musik drin ist. Also wie halt in der Kneipe, weil das sind ja Spiele, die man normal in der Bar, in der Kneipe oder irgendwas spielt, das gehört zur Atmosphäre. Weil die haben ja einen YouTube-Player, ne? Das heißt also, die haben, glaube ich, an der Wand haben die einen YouTube-Player und dann kannst du, glaube ich, Musik selber bestimmen, ne? Du selber, die anderen hören. Ja. Ach so, Und das Fiese ist, als Content-Creator kannst du den YouTube-Player nicht benutzen, weil dann wird das nicht mit aufgenommen. Stimmt, da hast du recht, das ist mir aufgefallen, ja, genau, richtig, ja. Also das heißt, Forever Pool macht das anders, die machen das so, dass man das auch alle hören können.
Die haben eigene Hintergrundmusik drin. Ja, genau. Ja. Okay. Und die aus läuft dann mit über die Aufnahme auch in den Stream mit rein. Also je nach Halle, wo du bist, hast du unterschiedliche Musik. Und die ist nicht nervig. Was ist das für Musik? Also das passt immer zu der jeweiligen Halle. 80er, 90er. Brooklyn ist so. Achso, also richtig so auch populäre Songs oder was? Ja. Also irgendwie so. Achso. Ja, so Rap, R&B, da ist eigentlich alles drin, je nach Halle, wo du da drin bist. Ne? Mhm. Ja. Aber es wiederholt sich. Was zum, das stimmt, ja. Ja. Ich frage mich, was zum Buhl passen würde, ne? Also welche, ob man auch das macht, dass man ein bisschen Musik im Hintergrund macht, ich weiß es nicht. Ja, also ich würde hier schon so französische Musik. Mein Favorit wäre natürlich im Hintergrund. Mein Favorit wäre natürlich Jean-Michel Jarre, aber der passt hier nicht. Ja. Aber nee, das ist ja ein bisschen sphärisch, ne? Genau. So alte französische Klassiker, von mir ist auch Michel Mathieu etc. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber. So okay, ja, sowas, ne? Ja, okay. 80er so, ne? Ja, oder hier. Genau, dass Frost jeder das Gleiche hören sowas. Kann, ne? Also, dass jeder das Gleiche hört dann. Okay, Oder es optional auch abschalten kann, wenn er keine Musik hören will, genau. Die Atmosphäre hört. Ja, genau, das kann man ja auch über das Menü. Also, wenn du jetzt hier B drückst, dann hast du ja Mikrofon on und dann könnte man ja genauso machen, was ich Hintergrundmusik on und off und so weiter. Oder mit Lautstärkenregler, dass die Lautstärke-Musik dann regeln kannst, wie das haben willst. Wie bei Walkabout Minigolf zum Beispiel, da kannst du ja einstellen, will ich die Hintergrundmusik lauter, will ich die Atmosphären-Sounds haben. Das ist ja cool. Da muss man gucken, wie das mit den Rechten dann ist, ne? Ja, genau. Wenn da irgendwelche Lieder spielen. Weiß nicht, die muss ich mich mal erkundigen. Ich denke, wenn ihr so 20 Lieder habt, müsste das eigentlich reichen. Und die dann halt so als Dauerschleife. Ja, klar, auf jeden Fall, das reicht. Ja, klar. Ja. Okay, cool. So. Typische französische Musik, was ist das mit die? Ist das die. Die Quetsche? Ja, Ziehharmonika, wie heißt das? Genau, So was ist das, glaube ich. Genau, ja. Mal alten Louis Filmen mal. Genau. Okay, die Kohlköpfe oder was Also wenn ich mir die Aufnahme jetzt hier angucke, das schrappelt und das ruckelt. Ich hoffe, das ist jetzt der Player hier und das ist nicht hinterher auf dem Rechner auch so. Okay. Also ich hoffe, dass die Aufnahme ist. Genau. Also bei mir scheint es flüssig. Die Aufnahme ist nicht umsonst nachher. Ja. Also du guckst dir das aber gerade über die Quest an, ne, oder? Ja. Ich habe gerade über die Quest noch reingeguckt. Ja. Das hoffe ich mal, sonst müssen wir nochmal eine Aufnahme irgendwann machen. Die Quest ist bestimmt gerade überlastet. Du bist im Spiel und du lässt ein Video starten, das packt die nicht so richtig. Ja. Das Gefühl habe ich auch gerade, weil beim Menü hat es nämlich auch gezuckelt gerade. Na gut, ich hoffe mal, dass das ordentlich läuft. Ja gut, dann würde ich sagen, spielen wir nochmal so eine Runde für uns. Ne? Genau, würde ich auch sagen, das wäre einfach so eine Runde. Machst du Restart? Mhm. Genau, okay, cool. So, genau, confirm. Lassen wir die Teams und ist ja in der Orange, ne? Genau. Richtig. Ja, super. So, das bedeutet, wir fangen an, oder? Nee, Team A fängt an. Wir dürfen, die Verlierer. Die Verlierer, gut. Ja. So, wahrscheinlich jetzt ohne Aufnahme wird das jetzt ein super Spiel für uns, ne? Ich glaube auch. Also das war einfach Lampenfieber, glaube ich. Das war der Leistungsdruck, ne? Ja, der Leistungsdruck, genau. Ja. Ich warte jetzt, bis das Foto nachher kommt, wenn das Spiel vorbei ist. Das Foto. Ja. Machst du da jetzt auch eine Zeitung drüber? Nee. Er macht eine sehr gute Walkabout Minigolf-Zeitung. Macht Spaß zu lesen. Mhm. Wann kommt eigentlich die nächste Ausgabe? Du wolltest doch unseren Community-Donnerstag da ein bisschen verarbeiten drin. Da müsst ihr halt dabei sein öfters. Ich meine, die nächste Ausgabe habe ich schon gestern geschrieben, die 28, glaube ich, war das. Na gut, die nächste Runde dürfte ja übernächste Woche sein. Oder nächste Woche? Übernächste. Übernächste mit Atlantis. Ja, ich hoffe mal, das kommt nicht Dienstag, weil ich stelle mich, ich weiß nämlich gerade, ich bin Dienstag gar nicht da bin ich gerade auf der Autobahn. Komme ich gerade von einer Geschäftsreise zurück. Na gut, dann teilen wir es auf, dann machst du normal und ich mache dann die harte Donnerstag. Ach. Gut. Sehr gut. Oder ich merke aber, das Spiel funktioniert, weißt du? Du kannst dann so ein bisschen werfen und nebenbei quatsch mal ein bisschen. Ne? Also, das ist wahrscheinlich bei Walkabout Minigolf genauso. Ja, genau. Mhm. Das ist bei Walkabout Minigolf, bei Bowl so. Ich mag diese Multiplayer-Spiele, die so ein bisschen Party-Charakter, wenn du nebenbei schwätzen willst. Willst du, Lukas? Wir sind's fertig. Ja. Ja.
Habt ihr schon alle? Okay. Ja. Du brauchst nur die gelben reinschießen. Ich versuche da eher oder die rote rauszuschießen. Die rote. Oder die rote raus. Ja. Das ist ganz einfach. Danke. Mit Ansage. Aber der ging leider in die falsche Richtung ein bisschen, ne? Das stimmt. Das ist gar nicht so einfach. Genau, ich kann dir nochmal einen Tipp geben. Also du nimmst die Kugel sozusagen so und dann hältst du deine Hand mit der Handfläche nach unten und dann machst du sozusagen so eine Bewegung nach oben. Und dabei lässt du sozusagen die Kugel zu. Also los, ne? Genau. Das heißt also so und dann so. Ja. Macht dir eine schöne Flugbahn, so, ne? Ja, so eine Flugbahn, genau. Kannst du ja nochmal, achso, das hast du schon geworfen, genau. Nee, ich glaube, die sind jetzt deine. Du hast alle, Kugel, genau. Ne? Ich bin dran, genau. Ja. Das heißt also, einfach so mit den Armen nach oben gehen und dann so loslassen, genau. Und normalerweise kann man auch in die Knie gehen und dann kannst du so machen und dann, aber das bringt auch nicht viel. Oh, 1-0. Es hat ein bisschen was gebracht, dass wir nur einen Punkt kriegen. Genau. Ja, es muss so eine, also ist so eine runde Bewegung normalerweise beim Pool. Ich bin mal weiter weg. Genau. Dann wird es komplizierter. Ja, damit könnt ihr auch Rusty schlagen, weil umso weiter weg ihr die Kugel, also das Schweinchen wirft, umso ungenauer wirft er. Ah, gut zu wissen. Okay. Man schießt ja auch komplett in die Luft. Ne? Ja. Ja, das habe ich jetzt schon wieder ausgebaut. Ah, okay. Also weil das Wort, weil das nicht realistisch sei, haben sie gesagt. Also werde ich mal. Ich habe so eine Runde, da hat Rusty das Schweinchen verschmissen und Kugeln aus dem Feld rausgeschmissen, aber ich habe auch Fleisch gespielt. Genau. Da ist ja so ein gewisser Verkackfaktor drin, ne? Genau, richtig, ja. Das ist Abweichung, ne? Da ist eine Abweichung drin, genau, ja. Ja, ja. Der ist einmal links, einmal rechts. Ja, du leistest da gerade sehr gute Präzisionsarbeit. Sehr schön. Oh nee, das war ja frech. Das war total frech. Weißt du, erst so antäuschen, als wenn er es nicht kann, und dann eiskalt rauskicken. Ne? Ja. Aber das ist ja wohl der Hammer, ihr habt 4 Punkte. Ihr habt es ja auch noch. Ja, aber trotzdem, das ist... lass laufen. Ah. Ja. Nochmal. Ich wollte nicht weiterlaufen, ne? Wahnsinn. Oh, der war... Der war gut. Schon mal eine weg. Zumindest mal gut, eine rausgeschmissen sein. Genau. Habe ich noch eine? Ja, klar, kannst machen. Ja, kick rein. Ja. Millimeter, ja. Okay, jetzt müssen wir uns mal bemühen hier. Moment, so, Achtung. Ja, du hast jetzt 2 von mir, die du reinschießen könntest, ne? Oder reinlegen, je nachdem. Kurz. Das ist super. Okay. Aber. Okay. Ja. Oh Mann. Aber die blaue Gefahr ist noch da, ne? Ja, genau. Und die ist nicht schlecht. Ui, ja, schade. Das wäre früher das erste Spiel ein Anfängerglück. Ja. Aber das zählt, das wurde aufgenommen. Das bleibt jetzt die Ewigkeit. Ja. Aber ich glaube, das Video ist kaputt, ne? Genau, ich glaube, das Video kann man nicht sehen. Da muss ich ein Foto von machen. Ja. Jungs, noch kann ich euch nicht beruhigen. Wenn das Video wirklich zerschrappelt ist, müssen wir nochmal spielen. Oh, super. Okay. Ja. Ich schicke dir meine Auflage. Ich muss da noch so ein Dings... Oh, schön. Das ist nicht wahr. Das ist ja wohl der Hammer. Boah. Sorry, ich darf ihn nicht mehr. Okay. Das ist ja... Das ist wow. Unheimlich. Das ist echt... Da muss ich jetzt mal gucken. Ich dachte immer, das wäre ein französisches und kein österreichisches Spiel. Das wird ein bisschen anders dran. Oh, nee, ne? Boah. Hammerwurf. So, Luca dreimal. Du darfst wieder, genau. Du hast noch 3. So, nur die blaue da wegzukriegen, das wird ja schon Maßarbeit hier. Ja. Oh, gut. Ja, zwischendurch. Ja. Zwischendurch. aber Millimeter, ne? Mhm. Ja, der ist das. Oh nein! So. Letzter Versuch, okay. Das
So wie der Alex früher. Einmal links, einmal das rechts. Ist jetzt, und dann noch, das ist jetzt auch so ein bisschen Leistungsdruck, ne? Na, schon mal mit. Erst ums Loch, dann rechts ums Loch. Kleines bisschen. Ja, der reicht. Ah, schade. Aber ich denke, sie können nicht so viele Punkte machen. Da liegen ganz viele Kugeln von uns. Ja, wir haben noch viele Kugeln. Genau. Oh, der ist auch wieder gut. Da können sie nur einen Punkt holen. Das tut nicht mehr so weh wie eben. Ne? Genau. Also eine 6-0-Klatsche, also das... Du nimmst jetzt nicht mehr auf, ne? Nee. Dann erzähle ich das jetzt mit... Und zwar, wenn du 13-0 verlierst, dann musst du Fanny, also dann gibt's eine, also sozusagen musst du den Hintern von Fanny küssen bei Franzosen. Und Fanny ist dann so ein Foto von einer Frau, wo der Hintern dargestellt wird und den musst du küssen, wenn du 13-0 verlierst. Das ist die französische Regel. Okay, und was ist daran jetzt schlimm, den Hintern einer Frau zu küssen? Ich meine, da würde ich ja vielleicht... Naja, ich weiß nicht, ob YouTube das nicht sozusagen jetzt hier... Da haben wir schon andere... verzapft. Also. Da ist die Frage, wie optisch anreizend ist Fanny? Ja, das weiß ich nicht. Also das müssen wir mal gucken. Das kann man ja gestalten, genau. Ja. Achso. Alex, willst du mir anwerfen? Nee. Ach so, ja. Ich habe noch einen. Was? Ach nee, anwerfen. Ach so, ich wollte gerade sagen, wir sind noch durch, genau. Ne? Ja. Also die Franzosen haben sich das gerne gewünscht, dass das ins Spiel eingebaut wird, aber das können wir natürlich nicht, weil unser Spiel ab 0 Jahren ist. Ne? Mhm. Ja, das geht natürlich. Ja, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie man das dann einbauen würde. Würde dann eine Riesen. Würde dann jemand mit dem Bild reinmarschiert kommen, oder? Ja, das kann man ja. Was weiß nicht, so ein Bild. Genau, kannst du ein Bild zeigen und dann muss man das küssen oder so. Also, es gibt ja auch, habe ich jetzt erfahren, dass man manchmal dieses hier macht, dass man sich abklatscht und dann kommt so eine Explosion oder so, weißt du? Mhm. Genau so kann man das ja machen, dass man so mit der Brille ganz nah rangeht und dann entsprechend dann hier. So einen Schmatzer macht oder sonst was oder so. Ne? Ah, ja, das kann man ja sicherlich gestalten. Aber ich glaube. Wäre nicht ganz Kinder. Kinder, die jetzt Buhl spielen, weiß ich nicht. Ja, denke ich auch. Ich glaube, die Kinder heute haben es auch Faust der Kinder noch. Oh, das ist herrlich. Oh, zu weit. Noch, der war gar nicht mal so gut, ne? Ist man gar nicht gewohnt von der. Der. Ach, schade. Wow. Wow. Genau. Das heißt, wir hätten da jetzt mal die Chance. Ja, aber ui, doch, jetzt sieht's ganz gut aus. Ja, komm mal, Kira, noch so ein. Genau, Tipp, leg eine Kugel davor, vor den Schweinchen, damit wir nicht da rankommen. Ah, okay. Nein, kick deinen Teamkameraden noch weiter weg, so ist das schon. Dabei habe ich die Rot. Das können wir natürlich davor legen, ne? Genau, das ist eine ganz gute Situation. Das ist das, was ich unter einer Revanche verstehe, genau. Ich glaube, jetzt haben wir eine Chance. So. Oh, das, ja. Knapp. Mach nochmal. Bisschen verzielt, ne? Mhm. So. Der ist gut. Ah, zu feste, ne? Ja. Das musst du machen wie beim Bowling oder beim Golf. Einfach nicht drüber nachdenken. Ne? Genau. Ja. Der ist gut. Lauf. Ach, schade. Ja gut, dann wird das zumindest ein Punkt. Ne? Noch, ja, aber ihr habt sie noch drei. Wir haben noch, ne, zwei. Zwei. Ja, zwei habt ihr noch. Mhm. Ja, zwei sehr Punkte. Schön. Oh ne, der war zu weit. Ja, zwei Punkte, ja. Zwei Punkte, ja. Okay, 3-2. So, Führung. Ja. Erste Mal Führung für euch. Ja. Das stimmt, das sehen wir jetzt zum ersten Mal. Ne? So, Roman. Wir waren ja auf dem Weg zum 13-0, ja, genau. Wir gönnen jetzt den. Jetzt gehen wir los. Ja, weil so wissen, wir nehmen jetzt nicht auf, ne? Sonst würden wir. Doch, ich nehme noch auf. Oh je. Fanny bitte rausstreichen. Alles gut. Ja, das mit Fanny hast du aber nicht vorzuverwenden. Nee, genau, das mal nicht. So. Ich werde ihn jetzt einfach weiter nach hinten schieben. Ja, zu den Gelben. Ja. Und passt. Aber nicht so. So kann man das ja auch. Ja, so kann man das dann auch spielen, ne? Aber das Schweinchen hinschießen, ne? Nee, das war schlecht. Ach.
Jetzt. Jawohl. Ja, super. Getroffen. Jawohl. Aber mit einem großen, aber mit einem großen Feld, das uns Punkte noch Chancen gerade lässt. Ne? Ja, Punkt. Noch haben wir 4 Punkte. Ja, nee, aber ein großes Feld, das uns noch alle Chancen lässt. Ne? Also. Ja, zum Beispiel so. Ja. Ja. Okay. Schade. Ich darf noch. Okay. Ich würde sagen, Roman, nachher hinten gegen die Mauer, dass die Kugel zurückkommt und Menschen wieder nach hinten schiebt. Also, wir sind ja nicht bei Walkabout Minigolf, wo du so Duka-Schläge machen kannst. Ja. Das ist so meine Spezialität, wirklich alles auszunutzen und die Kugel. Ja. Also der Golfball fliegt mal quer durch den ganzen Raum und kommt dann irgendwo wieder an. So, Chance ja 5 Punkte für euch. Ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen hier. Eleven Table Tennis hat jetzt auch ein Update gemacht, ne? Die haben jetzt Meta-Avatar eingebaut, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ah, okay. Ja, der war ja gar nichts hier. Gelesen das habe ich selber auch nicht. Nee. Ich habe nicht so gern Spiele, wo man nur 1 gegen 1 spielen kann. Ach so, okay, ist, ja, okay. Ja. Wenn dann mindestens 2-2, dass ich es dann auch in einem schönen Multiplayer-Stream nutzen kann. Deswegen ich auch noch kein Forever Pool hatte. Oh Gott, der war zu ambitioniert. Aber ich habe dich näher reingeschossen, kann das sein? Nicht ganz. Komm, einer der muss doch mal was werden. Der ist super, ne? Der ist super. Ah, schade. Nee, 2 haben wir. Okay. Hat zumindest 2 Punkte. Willst du anwerfen, Luca? Okay. Ach, an. Genau. So, und rein damit dir. So, beim Anwurf habe ich ja manchmal doch ein bisschen Erfolg, dass ich hinkriege, ne? Ja. Oh, geht doch schon, ne? Das war gut, ja. Schön. Ja. Er muss natürlich wieder einen draufsetzen, ne? Ne, das war nichts. Noch besser. Ja, ja, noch besser, genau. Ja, ja, wir wollen uns revanchieren. So. Oh, sehr schön. Oh, Hammer. Aber mit einem weiten das offenen Feld. Ne? Genau, das war sehr clever. Das macht man nämlich. Also wenn man, wenn der Gegner ganz viele Kugeln irgendwo hat und man selber ein bisschen weiter hinten ist, dann kann man einfach das Schweinchen verschieben. Mhm. Ne? Das war genau richtig. Das war super gut. Oh. Schaut das Sonnensystem schon besser aus. Ja. Ja, so ein bisschen wirklich, ja. Oh nein, das ist zu weit. Nein! Nein. Habt ihr wieder einen Punkt. Nur warum hat das jetzt das Spielfeld verkleinert? Weil du durchgeworfen hast? Oder? Nee, weil unsere, unsere ist näher als eure. Ja. Mhm. Also das ist ein ganz schöner Weitwurf, den jetzt da hinzukriegen. Ja, ja, genau. Das war aber gut. Das war echt. Nein. Ein bisschen zu weit. Bisschen weniger. Ja, die Kraft einzuschätzen ist dann noch ein bisschen schwierig. Ja, genau, das ist aber beim richtigen Buhl, also wenn du die, wenn du hier eine, auf dem Platz spielst, genau dasselbe. So, Chance. Hatte übrigens überlegt, dass man Gewichtsmanschetten machen kann, also dass man so eine, es gibt ja so Trainingsmanschetten fürs Handgelenk, ob man sich die ranmacht ans Handgelenk, damit man mehr Gewicht hat, wie bei den Kugeln. Ach, das ist ein bisschen realistischer. Genau, 3 Punkte, das geht's ja aus. Weil was ich für Poolbilder, gibt es da so Stangen und so weiter, wo du den Controller ranmachst, damit du dann diese Poolbilder-Bewegung machst, ne? Also nachmachst. Für Tischtennis gibt es so, wo du den Controller in so einen Schläger reinmachst. Es gibt ja auch so Golfschläger. Genau, Golfschläger gibt es ja auch noch, genau, richtig, ja. Ja, okay. Ja. So was nutze ich ungern, weil dann habe ich das, dann habe ich hier in der Wohnung eine lange Stange in der Hand. Das kann ich. Ja, genau. Das ich habe schon einen Fernseher ruiniert, einer reicht. Ja. Okay. Genau, jetzt werfen wir an. Ich werfe mal ganz kurz. Ja, das ist bestimmt schwieriger. Ja, das ist die Frage, ob das. Das kann man als perfekten Wurf betrachten. Ne? Wir wollen ja nicht verlieren. Aber die erste Runde hat vorhin auch so ausgesehen und wir sind dann 6-0 nass gemacht worden. Ja. Oh, super. Ja, reicht nicht ganz.
Oh, ist herrlich. So, ja, so der macht Chance, man näher das. Ranzukommen. Okay. Ja. So, das heißt, jetzt wäre meine Taktik eigentlich, die blaue da wegzuschießen wieder, ne? Oder? Ja. Die rote ja, treffen und das stehen bleibt. Aber das also ich würde jetzt, einfach erstmal eine legen, damit wir eine haben, die in der Nähe ist. Das heißt, wenn die, damit wir wenigstens eine haben, dass sie nicht mehr Punkte machen. Genau. Ah, ist voll gut. Okay. Die ist durchgegangen, okay. Ja, dann mache ich mal noch einen und dann ja. Hebe ich mir mal einen auf für später. Ja, genau. Und ich kann ja rausgehen und du kannst übernehmen dann, ne? Genau, richtig, genau. Das reicht, musst du aber gar nicht. Guck mal, jetzt hast du. Oh nee, doch noch, ganz knapp. Ja, doch, aber okay. Na gut, dann mache ich den dritten gleich auch noch hier. Mal gucken, was jetzt passiert hier. Oh, durch, verdammt. Okay. So, jetzt überlege ich mal, ob ich die blaue wegkriege da. Das wäre jetzt natürlich. Oh, ja. Schön davor geworfen, dass man sie nicht wieder reinschieben kann. Genau. So. Na, ah, beim Nerven habe ich schon gemerkt, abgerutscht. Oh, sehr gut. Sehr gut. Das war natürlich beide von uns rausgekickt, das ist perfekt, ja. Boah. Stark war das, ja. Zu einem Wurf zwei Kugeln rauszukicken. Nein, zu kurz. Oh, zwei Chance hat man, Alex. Ja. Uiuiui. Dann merkst du wirklich einen Wurf und das Blatt wendet sich komplett. Ja, genau. Richtig. Autsch, jetzt habe ich gegen was. Das ist gut. Gegen meine Couch du hast gehauen. Jetzt gegen gehauen. Gegen meine Couch. Oh je, okay. Ja, nee, alles gut. Okay. Ach so, okay, dann ist gut. Ja. Keiner ist verletzt, aber ich habe den Punkt verschenkt, leider. Ja. Ja, besser als die Couch zu verschenken. Ja, ich glaube, die ist stärker als ich. Okay. Oh, Hammer. Linie ist gut. Ja, ist soweit. Oh, nee, das war blöd. Das war blöd. Oh, ganz knapp. Oh. Ja. Der ist besser. Mhm. Okay. Spannend. Mhm. Oh, das passiert jetzt. Ah ja, okay, das ist wieder normal. Das war jetzt irgendwie unsynchron, oder? Die Kugel ist von selber geschwächt. Ja, genau. Super. Aber das Gute ist, dass der Spieler holt sich immer ganz schnell, also, ne? Ja. Also das ist die Kunst, die Kugel so zu treffen, dass die genau dahin fliegt, wo man sie hinhaben will und die andere genau in die Richtung wegkickt, wo man sie auch hinhaben will, ne? Genau, ja. Ja. So, okay, jetzt habe ich ja eigentlich nur als einzige Chance, die blaue zu versuchen wegzukicken, ne? Ja. Ui. So. Also, guck mal, jetzt mal kurz hatte einer schlechtes Internet. Oh, boah. Und jetzt ist es knapp, oder? Ja. Das war jetzt richtig knapp. Na, schade. Okay. Ui. Der Wille war da. Ich glaube, er hat zwei Punkte gemacht. Nee, oder nee? Ein. Nee, noch, ein. Aber wir haben noch. Ach so, wir haben noch einen. Ach, ihr habt noch einen. Okay. Stimmt. Ach, ihr habt noch vier. Okay. Zwei, ja. Oh, shit. Zwei Punkte, okay. Bisher zwei, ja, genau. Jetzt kommt noch der Kürbiskernöldealer. Oh, nein! Oh, nee, das war's jetzt. Oh, danke schön. Das. Danke von schön. Den Würfen noch mehr bitte. Also ja, wieder rausgeholt. Hammer. Sehr gut. Boah, sind das jetzt das zwei ist Punkte? Der Hammer. Das guckt ihr erstmal. Nee, das ist einer. Ja, oder? Und einen haben wir noch. Alex darf noch einmal. Wir zwei haben wir. Zwei Punkte. Also das muss ich mal aus der Nähe hier angucken. Ey. Dann habe ich. Ja. Einen Punkt, oder? Ein jetzt, oder? Immer noch einer. Ich glaube, einer war das nur noch. Nee, ja, du hast doch die rote so ein bisschen kaschiert, aber. Ja. So, gut. Da frage ich mich jetzt, wenn das jetzt wirklich so da liegen würde bei einem Spiel auf dem Feld, dann wird das schon mit dem Metermaß gemessen, oder? Nee. Weil das sind doch sowieso teilweise Zentimeter, die entscheiden, oder? Doch, beim Buhl gehört ein Metermaß dazu, ja. Also auch wenn die Entfernungen weiter sind, dann messen wir meistens.
Also wer am dichtesten dran ist. Das hast du natürlich im Computerspiel ja einfacher. Ja. Ne? Da macht das der Computer. Ja. Aber wir müssen dann, halt, wir müssen immer mit dem Metamaß arbeiten. Und dann wird das auch dokumentiert, wie das festgehalten wird. Also dann werden die Entfernungen auch dokumentiert und festgehalten. Das geht ja nur darum, wer das als nächstes wieder wirft. Dann. Und zum Schluss wird es dann ausgemessen. Das heißt, also wenn das knapp ist. Das heißt, so eine Partie dauert auch ein bisschen, wenn nach jedem Wurf erstmal messen muss. Ne? Ja, das ist ganz entspannt, das, genau. Ah, schade. Genau zwischendurch. Ja. Ja, deswegen spielt man es auch mit dem Kaffee dahin, dass du dann noch immer was zu trinken noch nachkriegst. Ne? Genau, richtig, ja. Ja. Also. Ja, da gehört ein bisschen Käse zu, ein bisschen Wein und dann ist das ganz angenehm. Aber relaxed und gechillt, das wäre jetzt sehr schön, sauber. Ja, genau mein Ding. Ich sollte mal nach Frankreich gehen. So. Ja. Ein bisschen fester und der hätte noch was gebracht noch. Ja. Aber vielleicht kann ich mich jetzt selber wieder ein bisschen näher reinkicken, ne? Ja. Das war gut. Boah, das war jawohl. Das ja, war genauso geplant, mein Lieber. Das ja. So. So. Oh. Okay. So, was kommt jetzt? Achso, warte. Achso, dran, Team B. Könnte doch eigentlich eher dran sein, weil wir sind ja näher dran aktuell. Genau. Oh, Eieiei, gut, gut, gut. Also ich glaube, wir machen hier alle keine Gefangenen, ne, wenn ich mir das so angucke. So, jetzt kommt hier Chaos vor. Ah, nee. Noch einen Punkt für echt uns. Nicht? Achso, jetzt ja, du darfst noch. Genau, Duka. Du hast den entscheidenden Wurf, uns jetzt zu retten. Mal gucken, wo ich da jetzt hintreffen muss, ey. Ich muss ja eigentlich nur... Ja, ist klar. Nee, ist klar, ne? Oh. Bin ich näher dran? Ja. Ah, nee, 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 leider nicht. Aber ganz knapp, hat nicht ganz gelangt, ne? Der Gelbe. Leider nicht. Bleibt bei einem Punkt bei uns. Ich glaube, wir müssen noch kämpfen mit der Revanche jetzt hier. Ja. Ja. Sehr schön. Ein bisschen noch. So. Mal gucken, ob das was wird hier. So. Ah, verdammt, verworfen. Das war ein bisschen daneben. Ah, ich minimalst, bin in Cornhole und vor Cornhole bin ich nämlich auch nicht schlecht. Von daher, das ist ja gar nicht mal so unterschiedlich. Von der Wurf an. Genau. Ja, Corno muss ja in so ein Loch treffen, ne? Oh. Genau. Ja, mit hast Sekten, ne? Ja. Du hast doch fast die gleiche Wurftechnik. Musst ja auch im Bogen schmeißen und dann. Genau. Bisschen fest. Achso. Nee, ist geführt. Habe unseren getroffen, oder? Ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Ja, passt, ja. Okay. Ich mach mal. Genau. Oh, go. Ja. Nein. Dann versuche ich mal die Gelbe jetzt wegzuschießen. Auch nicht geklappt. Der war gut. Ja, also die blaue jetzt näher herangeschossen. Ja. Ja, aber die versuche ich jetzt auch wegzuschießen. Nein. Ah, oh, yes. Hat geklappt. Ja. Wow. Schön. Okay. Das war eine Ansage. Ne? Das war eine Ansage. Mhm. Na, okay. Ui. Eieiei. Wir wollen nicht einfach so verlieren. Ja, wir müssen es mal ein bisschen lernen. Ja. Das war meine schlechtesten zwei, glaube ich. Ja. Nur was wäre jetzt gleich die richtige Taktik für meinen Wurf jetzt? Weil ich erst, wenn sie fertig geworfen haben. Weil an dich jetzt ranzukommen, wird natürlich ein gewisses Risiko. Ich könnte dich ja wegkicken dabei, ne? Naja, ich würde es trotzdem versuchen. Ich würde versuchen, vor meiner Kugel zu bleiben. Das heißt also, ich gehe mal hin, warte. Moment. Muss man kurz hier vorbei, so. Ich würde versuchen,
die Kugel da hinzulegen. Weißt du, ein bisschen so vor meiner Kugel. Oder meine Kugel ganz leicht antatschen. Also genau. Dann gibt es noch einen Punkt für uns, weil wir dann zwei Kugeln nah dran haben. Ja, genau. Ach, schade. Das war zu schwach. Okay. Okay, aber wir haben trotzdem einen Punkt. Du kannst anwerfen, genau. Der war jetzt zu zaghaft, der Wurf, nicht? Wollte ich halt wegkicken. Ja, das ist normal, dass man dann ein bisschen Respekt hat, die Kugel wegzuschicken. Mhm. Ich hätte jetzt wirklich Bock auf ein Pastis gerade. Genau. Genau, ein bisschen Baguette, Käse und ein Pastis. Yes! Gut. Warum habe ich eigentlich gestern keinen mitgenommen, wenn ich in Frankreich war? Okay. Oh, der ist gut. Haarscharf. Ja, ich hatte gestern gedacht, ich habe mir eine richtig schöne fette Erkältung angefangen dabei, ne? Da hat es ja wirklich gestürmt und geregnet wie sonst noch was. Ne? Ich renne da durch die Gegend und versuche ein bisschen was aufzunehmen. Ne? Oh, ja. Ich bin heimgekommen, ich habe einen Ballon gehabt wie sonst noch was. Oje, das klingt ja nicht gut. Oh. Ich habe auch heute Morgen ist die Nase gelaufen wie blöde. Also ich glaube, ich habe es mit dem heißen Bad eben gerettet, hoffe ich. Ja, dass es nicht schlimmer wird, ne? Genau. Ja. So, da ist die erste Kugel gelegt, die unsere Gegner ganz schön in Schwierigkeiten bringt, sehe ich gerade. Das Schweinchen wird dahin kippen. Ja. Zu unserer Nähe. Ach, nee. Ach, schade. Aber das ist eine gute Strategie, das Schweinchen wegzuwerfen. So, wir haben noch 5 Kugeln. Wir haben es jetzt voll offen, ne? Ich mache jetzt mal meine beiden und dann. Ja. Dann mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Super. Weil da hätten wir jetzt die Möglichkeit, hier eine 6-0-Abräumung zu machen. Ich meine, das wäre ja auch gerecht. Dann würden wir sogar führen. Genau, jetzt müssen wir... Der ist gut. Jawohl, ja. Genau, 2. Haben wir schon mal 2. So. Und jetzt ein bisschen fester. Ja, ist auch gut. Nicht zu fest. Fast. Ja, der ist noch drin, geil, der ist noch drin. 3. Das muss ich mir jetzt aus der Nähe angucken. Ja. So. Oh nein, oh nein, ich glaube, du hast das Schweinchen verschwunden. Ja. Warte, ich muss mal meine letzten Kugel muss ich jetzt. Scheiße, muss ich jetzt treffen. Ja, nein, hat nicht gereicht. Das ist eine Punkte. Oh, es tut mir leid. Oh nee, ich habe es versaut. Ich habe es versaut. Brauchte nicht Ich habe ein schlechtes Gewissen, oh Mann. Ich habe ja auch schon nur versaut, also von daher. Oh je, ich traue mich gar nicht mehr zu werfen. Wie war das mit Fanny Küsten bei so einer Aktion? Das war schon noch irgendwas für, oder? Zur Strafe, ja. Genau. Sorry, oh je, das wären 4 Punkte gewesen, oh Gott. Mach ich so. Ja. Aber sowas passiert halt, ne? Das ist halt blöd. Okay. Ah. Puh, sauber durchgelaufen, ich hatte schon... Okay. Das ist Ed. Ja, Luca, du darfst. Ich trau mich nicht mehr. Ich setz mal aus. Deine werfen kann ich ja leider nicht, ne? Ja. Doch, ich kann bestimmt transferieren. Das kann ich mal im Moment. Ich setz mich mal an den PC und programmiere das eben. Genau, patch es mal eben live hoch, ne? Patchen es mal eben rein. Genau. Nee. Das war gut, das war hervorragend. Genau, du hast keine mehr. Ach ne, du hast noch eine, Wanne? Ach so. Ach ne, wir sind aber besser jetzt. Wir sind ja näher dran. Ja, genau. Oh Mann, was ist los? Schlechtes Gewissen. Ja. Ja, passt. Verdammt. Oh, fies. Frechheit. Nee, hier ist mehr. Dran. Ja, genau. Immer diese fiesen Fallen hier, ne? Ja. So. Ja, schon wieder, okay. So. Jetzt muss es mit einer Kugel schaffen. Okay. Ja. Jetzt haben wir das. Dann haben wir die alte Ordnung wieder hergestellt. Nein. Ja, na Gott sei Dank. Jetzt habe ich noch eine, ne? Ja, darf noch. So. Genau. Mal gucken, ob wir die noch näher dran kriegen. Die ist super.
Die ist super, die ist super. Da. Okay. Ja, zu schwach. Also ich versuche es jetzt nicht zu kaputt zu machen, warte. Ach, yes, sehr schön. Ja, gut. Oh, 2 Punkte. Okay. Gerettet. Ja, aber wir hätten jetzt eigentlich schon gewonnen. Lalalala. Ja. Ach, 13. Runde. Das erste Spiel haben wir in der 6. fertig gehabt. Ja. Ja, die Runde hätten wir nicht mehr gebraucht hier, ne? Nee. Ja, genau, mach mal weiter. So schwer. Oh. Knapp, das ist ein Millimeter Arbeit, ne? Also. Ja, ja, genau. So. Sehr gut. Oh, 3. Ja. Ja, hör mal auf, passt. Ja, genau. Recht frech. Ja, ihr hättet, also. Normalerweise hättet ihr jetzt 13 Punkte, aber wir haben ja noch Kugeln. Ja, ihr habt es nicht so viel. Ja, genau, wir haben noch so viel. Ja. So. Ja, reicht. Ah, nicht. Mist. Ach, schade. Ja, normal. Das war jetzt eigentlich der Versuch, rauskicken und drin landen bleiben. Ja. Nee, am besten legen, genau. Das war super. Das ist gut. Perfekt. Der Stock. Der reicht, ja, ja. Reicht. Perfekt. So. Ja, wir machen die drei Sorgen, die drei Kugeln von Alex noch Sorgen. Ja. Oh. Okay, okay. 2. Wie ist der fest? Ah, sehr schön. 3 oh. Haben wir. Oh, so. Ja. Ja. Oh, oh. So, so, so. Also wenn wir es nicht verlieren wollen, dann müssen wir das retten, ne? Ja. Oh, ah, sehr so schön. Ja. Perfekt. Du Alex, hast noch eine? Noch eine. Nee, Anni, ja. Du hast auch noch eine. Du, noch. So. Oh. Ja, ja. Oh. Schade. Das ist sehr schön, dass du die brav verworfen hast. So. Das ist sehr schön. So, jetzt müsste ich noch eine haben und du noch eine. Ne? Ich bin nur, du, ich, wir haben beide noch eine. Aber wir müssen jetzt überlegen, was wir machen. Also. Anstoßen. Ich versuche mich. Ich versuche einfach ranzulegen. Ne? Ja, mach das. Weil wegkicken muss ich ja nichts. Wir sind ja eh schon am nächsten dran. Ne? Nee, nee. Ah, ja, das ist gut. Okay. So, ich glaube, ich mache nichts kaputt jetzt. Ich glaube, wir sind zufrieden mit dem einen Punkt. Ja. Ja, mit dem einen Punkt zufrieden, genau. 10-10. Jetzt haben wir 10-10. Wow. Ja. Oh Mann. Jetzt wird's spannend, ne? Ja. Bist du gut? Müssen wir unseren Gegner erstmal gleich unter Druck setzen. Oh. Funktioniert ganz gut, würde ich sagen. Das war erst die erste Kugel, also. Ja, schon wieder. Oh. Ja, das passt. Aber. Ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man näher dran liegt, weil dann kann der Gegner erstmal seine Kugeln alle verballern. Ne? Ja. Nee, der liegt besser. Vergiss hier, okay, ich bin Sven im Schuss, dass ich gerne zweite werfen will. Ja, du bist noch voll im Schuss, ne? Ja. Oh, der reicht nicht. Ah, da. Spannend ist das gerade. Ganz knapp hier, ja. Oh. Okay, da ich beim Loslassen schon gemerkt, dass der in die Hose geht. Ja, der reicht. Ah, schade. Über die Kugel rüber. Mhm. Puh, jetzt wird's spannend. Okay. Oh nein! Oh, das war schlecht. Oh je. Jetzt. Ja, der reicht. Oh, ja. Sehr schön. Oh nein! Ah, oh, nee. Oh nee! Einen Punkt noch. Das hat jetzt mehr Punkte gebracht für den Gegner. Ich darf ja noch zweimal. Aber das verstehe ich nicht. Warte mal. Ach nee, ihr habt noch. Ach, du hast das Schweinchen dahin geschossen. Ja, aber nein. Zwei Stück liegen. So. Ich glaube, ich werde gesteinigt und gefedert. Ein bisschen noch. Entscheidende Wurf jetzt. Ja, der reicht. Ja, okay. Nee, reicht nicht. Doch. Doch, reicht. Doch, doch. 13. Doch, reicht. Drei okay, Punkte. Passt. Doch, ja. Aber, ja. Ach so, warte mal, warum ist der Spitze? Ah, aber normalerweise hätte er jetzt sagen müssen, dass ihr gewonnen habt. Das ist ja komisch.
Das ist komisch, ja, dass er nicht gewonnen hat. Aha. Oh. 13, ja, gut, 10. Man sieht da jetzt 13, 10. Das ist eigentlich ja, gleich. Das Coole ich ist auch jetzt, ja, das Coole ist jetzt, was man machen kann, ist, drückt mal beide, also einer von euch drückt mal beide Joystick-Buttons. Joystick? Ja, beide Joystick-Buttons drücken. Beide. Ja, gleichzeitig, okay, simultan, genau. Ja, ich glaube, das geht bei mir nicht, weil Report. Ich das Startfeld im... Report. Ach, da Report, genau. Okay. Und jetzt machst du, wählst du Bug aus. Bug, ja. Ja, ist und drin. Dann sagst du einen kurzen Text, Spiel beendet sich nicht bei 13.10 Uhr. Oder sag mal 13.10 einfach. 13.10. Ja gut, okay, aber beendet hat es. Aber es hat sich ja soweit beendet, weil ich habe dieses Feld hier, wo ich das Spiel nur auswähle. Ach, du hast das. Du hast das, okay. Ihr habt das. Ihr habt das, dass ihr jetzt einen Restart machen könnt. Ich hab's nicht. Ja. Genau, ich hab's auch nicht. Also ich habe auch keinen Restart, aber ihr beide habt einen Restart. Aber kriegt das nicht nur der Spielleiter oder kann das wieder nicht? Nicht. Eigentlich müssen das alle kriegen. Ich habe es eben auch bekommen. Das ist komisch, ja. Okay. Dann drin. Ja, kannst du aber trotzdem mal eben melden dann. Genau. Das heißt, dann machst du einfach. Ja. Genau. So. Ja. Abgesendet. Super. Ja. Genau. Also das müssen aber natürlich alle bekommen. Ach, ne? Aber, okay. Hinter mir ist das. Ach, hinter dir. Hinter mir. Ach, bei mir ist es auch hinter mir. Okay. Ah. Stimmt. Ah, ach so, okay. Das ist noch nicht so gut. Das muss noch besser platziert werden. Okay, ja, da ist es. Ja, ja. Okay. Deswegen. Das habe ich auch nicht gesehen. Ja, aber es ist trotzdem super. Okay, dann habe ich mir das gemerkt. Ja. Super. Dann ist es doch da. Alles klar. Okay, gut. Ja. Sehr gut. Ja, mir auch, ja. Mir auch. Heute ja, sowieso. Es ist ja während der Pandemie entstanden, weil wir nicht so richtig Buhl spielen konnten. Und ich meine, wir hatten am Anfang hatten wir so ein Gitter, weißt du? Der ganze Boden hier bestand sozusagen aus Quadraten, weißt du? Einfach diese, wie bei Tron, bei diesem Film. Da hast du ja diese grünen Linien. Und das waren alles Quadrate mit diesen grünen Linien. Und du konntest einfach nur auf so einer Holzkiste, konntest du eine Kugel aufnehmen und werfen. Und das ist ja jetzt sukzessive weiter entstanden, also was weiß ich, dass die Kugeln jetzt unterschiedliche Farben haben, dass die Vögel fliegen, das ist ja, dass die Bäume sich im Wind bewegen so ein bisschen, ne? Dass die Wolken sich auch bewegen, ne? Die Wolken bewegen sich. Ja. Also das ist alles ja mit der Zeit dazugekommen, ne? Also dass man das so weiter erweitert und immer wieder Ideen hat, was man noch machen kann. Und jetzt habt ihr ja gesagt, dass man so eine Hintergrundmusik mal machen könnte, ja. Ist ja auch gut, ja. Schön. Ja. Schön, das freut mich. Ja, und um 19 Uhr habe ich wieder so eine Partie, 2 gegen 2. Genau, da musst du nicht vergessen, dies umzustellen. Ne? Wieder muss ich wieder downgraden, ja, auf die genau. 1,51, ja. Genau, die Beta 1,51. Geht wahrscheinlich nächste Woche live. Okay. Aber wir haben halt wahrscheinlich noch in 1 gegen 1 noch ein kleines Problem. Mhm. Also 2 gegen 2 funktioniert perfekt, 1 gegen 1. Mhm. War einmal eine Situation in 3-4 Spielen, dass man 4 Kugeln hatte, also 4 grüne Kugeln statt nur 3. Okay. Da müssen wir, den suchen wir noch, den Fehler, ja. Aber das hat trotzdem funktioniert. Danach war wieder 3 Kugeln. Also aber das, ja. Ja. Okay. Super. Ja, danke. Ja. Ich danke auch. Ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Und 3 gegen 3 läuft auch sauber oder gibt es da auch noch irgendwie... Nee, 3 gegen 3 läuft auch sauber, ja, genau, richtig, okay. Ja. Aber 1 gegen 1 heben wir noch nicht, also wie gesagt, das läuft, also du kannst die Partie beenden und alles, aber du hast, einmal hatten wir in 13 Runden oder 14 Runden hatten wir einmal 4 Kugeln. Okay. Naja, aber das ist dann nicht wieder aufgetreten. Ja. Und jetzt diese Version deinstallieren und dann... Genau, die Live-Version wieder installieren. Die Live-Version, und die Live-Version, genau. Die 1.51. Genau, das heißt, du änderst das in der App, in der Meta-App, änderst du die Version wieder auf. Ne? Ja, genau. Lebst du mit der geschafft, ja. Und ja, genau. Passt, ja. Wunderbar. Nun gut, Jungs, dann gleich mal, hat mega Spaß gemacht und danke, dass ihr dabei wart. Genau, schönen Sonntag, ne? Ja, schönen Sonntag euch noch. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.